Petersplatz. Angst hatte sich in seinem Körper breit gemacht. Sie schien seinen Schlund von innen her erfasst zu haben und ihm die Luft abzupressen. Die Zunge klebte an seinem Gaumen und er hatte das Bedürfnis auszuspucken. Doch der wenige Schleim, der sich in seinem Mund gesammelt hatte, haftete am Inneren seiner Lippen. Er wagte nicht, sich umzudrehen, einen Blick nach hinten zu werfen. Er fürchtete, sie würden ihn verfolgen und imstande sein, ihm seine Zukunft zu stehlen. Doch was für ihn schlimmer zählte, er selbst hatte vergangene Nacht sein Geheimnis preisgegeben. In einer Sekunde des durch Alkohol entmachteten Körpers hatte er seine Zunge nicht im Zaum halten können. Es war die Freude über seinen Schatz gewesen, die ihn die Gefahr hatte vergessen lassen, in die er sich begab. Er hätte sich ohrfeigen können, als die Worte seinen Mund verlassen hatten. Nun war es zu spät. Dass er noch lebte, glaubte er dem Umstand zu verdanken, den Aufbewahrungsort seines Schatzes nicht offenbart zu haben. Sein Gegenüber lächelte nur, als es auf seine Frage keine Antwort erhalten hatte. Es war ein eiskaltes Lächeln gewesen, doch er hielt es für das Lächeln eines ihm wohlgesonnenen Freundes. Luigi Sanolla hastete durch die Via del Conciliazione auf die Piazza San Pietro zu, den vom Schweiß verschleierten Blick auf den Petersplatz vor sich gerichtet. Er rannte nun schon mehr als einen halben Kilometer. Gleich würde er sein Ziel erreicht haben, mit seinem Wissen, das sein Leben verändern würde. Das Wissen um eine Tatsache, die ein Kapitel der kirchlichen Geschichte in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen würde. Sanolla spuckte auf das Pflaster der Piazza, doch es verließ nur weißer, flockiger Schaum seine Lippen, der sich zum größten Teil auf dem Revers seines Sackos verteilte. Mit einer hastigen Bewegung seiner flachen Hand wischte er ihn weg und hastete von der rechten Seite des Platzes über den Fußgängerüberweg auf der Via del Conciliazione. Er überquerte jenen über dem Lago dei Vialcorni, ohne auf die Fahrzeuge zu achten, deren Fahrer ihm angesichts seiner leichtfertigen Verhaltensweise ein Hubkonzert widmeten. Dann war er am Beginn des Ovals der Piazza San Pietro angelangt. Er hielt in seinem Lauf inne. Seine Lunge brannte und sein Atem verließ unter Schmerzen seine Brust. Er sah sich um, suchte nach einer Sitzgelegenheit. Langsam ging er weiter, und als er schließlich an dem linken Halboval der St. Peterskolonnade angelangt war, ließ er sich auf dem Sockel einer der 284 dorischen Säulen, den Kolonnaden Gian Lorenzo Bernini, nieder, gerade neben einem turtelnden Liebespärchen, das sich angesichts seiner aufgewühlten Erscheinung erhob und ihn von der Seite her argwöhnisch betrachtend Arm in Arm davoneilte. »Warum laufe ich eigentlich?« fragte er sich, während sein Atem ruhiger wurde und er sich mit den flachen Händen gegen den ausgeprägten Bauchansatz drückte. »Das, was ich zu sagen habe, wird die Welt verändern. Aber ob das 10 Minuten früher oder später sein wird?« Sanolla lehnte sich mit dem Rücken gegen die steinerne Säule und spürte, wie die harten Strukturen gegen sein Gesäß und seine Rippen drückten. Er tat ihm gut, dieser leichte Druckschmerz, den der warme Stein erzeugte. Er war eine Wohltat zu dem, was er eben an sportlicher Aktivität hinter sich gebracht hatte. Seine Kondition war nicht die beste. Sie war es noch nie gewesen. »Sport ist Mord«, jenen Wahlspruch hatte er mit Winston Churchill gemeinsam. Er lächelte, als ihm dieser Vergleich kam. Sein Beruf verschaffte ihm ausreichend Bewegung. Daran glaubte er, in sengender Sonnenglut Ausgrabungen in der gebirgigen Wüste Ägyptens vorzunehmen. Wenn das für ihn als Mitfünfziger keine körperliche Herausforderung war? Sanolla erhob sich langsam aus seiner hockenden Position und strich das graue Sakko über seinem Bauchansatz glatt. Er blickte auf das Revers. Die Spucke hatte keine Flecken hinterlassen. Sein Atem hatte sich beruhigt. Er fuhr sich über das spärliche hellbraune Haar über dem verschwitzten runden Schädel und richtete seinen Blick über den Petersplatz hinweg auf die Gebäude des Vatikans, dessen Mächtigkeit ihn schier zu erschlagen schien. Obwohl er seine Wohnung in Rom hatte, er lebte das Leben eines Singles und das schon seit Jahren, war es das erste Mal, dass er im Begriff war, den Petersplatz zu betreten. Zu oft war er unterwegs gewesen, in fremden Ländern, im Auftrag der Regierung oder aus reiner Abenteuerfreude. Ausgrabungen an den verschiedensten Orten der Erde waren für ihn zur Faszination geworden, und er würde wahrscheinlich dieser Beschäftigung auch in den nächsten Jahren nachgehen, hätte sich ihm nicht diese Gelegenheit geboten, die all seine Pläne über Bord warf. Er sah vorbei an dem riesigen Obelisken in der Mitte des Platzes, streifte mit den Augen den nördlichen Brunnen von Carlo Maderno, schaute hinüber zu dem zweiten, dem Werk Carlo Fontanas.
Seine Blicke wanderten weit über die 140 Statuen der Heiligen zur Kuppel des Petersdoms, um schließlich am Ende der trapezförmigen Piazzaletta innezuhalten. Zanolla kniff seine Augen zusammen und richtete seinen Blick auf die linke Seite des Platzes, an dessen Ende er zwei Wachhäuschen ausmachte, vor denen jeweils ein Gardist der Schweizer Garde patrouillierte. Plötzlich wurde ihm klar, dass man ihm dort nicht ohne weiteres Einlass gewähren würde. Sein Hirn arbeitete fieberhaft. »Man wird mich anhören müssen«, sagte er sich und fragte sich gleichzeitig, wie er es anstellen musste. Nun, da er hier auf dem Petersplatz stand, begann er sich darüber Gedanken zu machen. Er war ohne Plan, einfach drauf losgelaufen, euphorisch in der Ansicht, nun stünden ihm alle Türen offen. Doch plötzlich sah er das ganz anders. »Wer wird mir Gehör schenken?«, fragte er sich im gleichen Atemzug. »Wer wird mir glauben? Der Papst?« »Ja, der Heilige Vater wäre der richtige Ansprechpartner.« Doch diesen Gedanken verwarf er sofort wieder. »Nein, daraus würde nichts werden. Ich muss mich der Schweizer Garde anvertrauen.« »Oder nein, es wäre fatal, wenn sie mein Geheimnis nicht für sich behielten und vielleicht sogar selbst Kapital daraus schlügen.« Er musste zur Obrigkeit vordringen, zu einem Monsignore, zu einem Bischof, zu einem Kardinal. Immer wieder beschlichen ihn jedoch Zweifel. »Sie werden ihr nicht glauben. Sie werden Beweise wollen«, dachte Zanolla, und seine rechte Hand tastete seine Jackentasche ab. »Ja, Beweise hatte er. Doch wie soll ich es anstellen, damit sie mir meine Nachricht auch bezahlen? Diese wertvolle Nachricht. Sie würde sein Leben verändern. Sie würde es ihm ermöglichen, bis ans Lebensende sorgenfrei zu leben. So, wie er sich es schon immer ersehnte. Auf einer Insel auf den Malediven oder den Seychellen oder gar auf Bali. Er würde es sich aussuchen können. Aber dem Lohn stand noch eine Menge Arbeit gegenüber. Arbeit in Form von Überzeugungskraft, die er leisten musste. Also auf, spornte er sich selbst an, erhob sich aus seiner kauernden Haltung und schritt über den Petersplatz, vorbei an den Touristen und Gläubigen, von denen es immer einige hundert hier gab, auf das Tor zu, vor dem die beiden Gardisten Wache schoben. Beide hatten ihre Wachhäuschen verlassen, standen in der Mitte des mächtigen schmiedeeisernen Tores und unterhielten sich angeregt, die passierenden Menschen beobachtend. Zanollas Blick blieb auf dem älteren der beiden Hellebardiere haften und glitt über deren orange-blau vertikal gestreifte Kleidung. Die Ärmel der Blousons waren bis zum Ellenbogen und die Beinkleider ebenso nach der mittelalterlichen spanischen Mode gepufft, letztere unterhalb des Knies zusammengebunden. Diese Renaissance-Uniformen wurden von Michelangelo entworfen, kam es ihm in den Sinn. Irgendwo hatte er es einmal gelesen, in einer Zeitschrift bei seinem Friseur oder in der Bordlektüre eines Fliegers. Er wusste es nicht mehr. Es war ihm egal. Was scherte ihn die Kleidung der Garde? Es gab Wichtigeres für ihn. Zanolla sah, dass sich die beiden Gardisten trennten und jeder zu seinem Wachhäuschen marschierte. Er entschloss sich, einen Versuch zu wagen und steuerte zielstrebig auf den Wachmann an der linken Seite des Portals zu. Angesichts der vermeintlichen Bedrohlichkeit, die sein Gegenüber auf ihn ausstrahlte, straffte sich der Körper des Gardisten und seine Augen verengten sich, bereit, jederzeit auf einen Angriff reagieren zu können. Auch der Wachmann an der anderen Seite des Tores sah zu ihnen herüber, darauf gefasst, im Falle einer Notwendigkeit einzuschreiten. »Ich habe eine Meldung zu machen«, begann Luigi Zanolla mit zittriger Stimme, als er die Wache erreicht hatte und innerlich bebend vor dem Gardisten stehen blieb. Schweiß hatte sich auf seiner Oberlippe gebildet und er leckte ihn mit einer schnellen Zungenbewegung weg. Kaum hatten die Worte seinen Mund verlassen, hätte er sich auch sogleich ohrfeigen können. »Was rede ich da? Geht man so mit einer weltbewegenden Meldung um? Ich bin es doch, der die Forderungen stellt.« Er sah in das Gesicht des Gardisten, der mit zusammengekniffenen Augen voller Erwartung vor ihm stand. Dann atmete er tief durch und wagte einen neuen Versuch. »Ich muss mit jemandem sprechen«, begann er und überlegte fieberhaft, wie er einen glaubwürdigen Satz zustande bringen konnte. »Was heißt, Sie wollen mit jemandem sprechen? Haben Sie was getrunken?« Der Hellebardier baute sich in bedrohlicher Haltung vor Zanolla auf. »Nein, ich habe nichts getrunken«, stotterte Luigi. »Aber ich muss mit jemandem reden, mit jemandem, der befugt ist, Erkenntnisse entgegenzunehmen, die fundamental für die katholische Kirche sein werden. Bitte bringen Sie mich mit Ihren Vorgesetzten oder einem Monsignore zusammen. Es ist äußerst wichtig.« Zanolla versuchte, seine Stimme forsch klingen zu lassen, doch ihm selbst kam sie vor wie das Krächzen eines ungeölten Türscharniers. »Einer wie Sie wird das Fundament der Kirche nicht zum Schwanken bringen. Gehen Sie weiter.«
Die Anordnung des Gardisten war kurz und knapp. Er blickte Sanolla auffordernd und drohend zugleich an. Trotz aller Ernsthaftigkeit und in der Miene des Gardisten konnte Sanolla darin den Hauch eines mitleidigen Lächelns erkennen. »Hören Sie«, begann Sanolla erneut und versuchte seiner Stimme einen eindringlichen Klang zu verleihen. Sein Herz schlug ihm fast zum Hals heraus. »Sie werden Ihre Konsequenzen ziehen müssen, wenn Sie verhindern, dass meine Nachricht den Vatikan erreicht. Ich würde es mir an Ihrer Stelle gut überlegen.« Sanolla hatte eine Idee, die ihm Oberwasser geben würde. »Wenn Sie mich nicht augenblicklich zu jemand Kompetentem geleiten, werde ich mich von hier aus zur Presse begeben. La Stampa oder La Repubblica oder auch Libero werden mir aufmerksam zuhören. Darauf können Sie sich verlassen.« Sanollas Stimme klang nun fest und fordernd, so dass er über sich selbst erstaunt war. Er stellte mit Genugtuung fest, dass der Gardist zusammenzuckte und hörte seine knappe Frage. »Und um was genau geht's?« »Ich habe gewonnen«, dachte Sanolla hocherfreut. »Er wird mich vorlassen. Siegessicher sah er den Gardisten an. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich verspreche Ihnen, man wird Ihnen danken, wenn Sie mich melden. Warten Sie hier.« Kopfschüttelnd wandte sich der Gardist ab und winkte seinen Kollegen achselzuckend zu sich. Sie wechselten einige Worte, worauf der andere den Platz des Ersten einnahm und Sanolla weiterhin den Weg in das Innere des Gebäudes versperrte. Der von Sanolla angesprochene Wachtmann drehte sich um und begab sich hinter dem wuchtigen, schmiedeeisernen Tor in das Innere des Gebäudes, dessen Tür er hinter sich ins Schloss fallen ließ. »Es wird klappen. Es muss einfach klappen.« Luigi Sanolla umfasste seine kleine, hochauflösende Digitalkamera in seiner Hosentasche. »Wenn Sie Beweise wollten, dann bekommen Sie Beweise«, frohlockte er. »Alles ist festgehalten, klar und deutlich. Makroaufnahmen. Man kann alles genau erkennen.« Natürlich befanden sich nicht alle Aufnahmen auf dem Chip der Kamera. »Oh nein«, dachte Sanolla, »die eigentlichen Trümpfe habe ich versteckt. Dort bleiben sie bis zu dem Moment, an dem man mich entlohnt hat. Nur ich weiß von dem Versteck und Merlot, mein Freund, falls mir etwas zustoßen sollte.« Sanolla hatte sich alles genau überlegt. Jean-Pierre Merlot, einen Franzosen mit Wohnsitz in Paris, hatte er im Suff eingeweiht. Er war der Einzige, dem er sich anvertrauen konnte, der so war wie er selbst. Einer, der das Leben nicht allzu ernst nahm und stets auf seine Chance lauerte. Das glaubte Sanolla ernsthaft. Dass er selbst im Moment dabei war, seinem Forscherteam in den Rücken zu fallen, es zu verraten und die gesamte Arbeit der vergangenen Monate in Frage zu stellen, kam ihm nicht in den Sinn. Sanolla sah nur seinen Profit, Geld, das er durch den Verrat für sich herausschlagen würde. Viel Geld. Man würde eine große Summe zahlen für sein Wissen, dessen war er sich sicher. Der erste Schritt war getan. Obwohl Sanolla innerlich bebte, war er dennoch zufrieden. Es lief alles nach seinem Plan. Er drehte sich langsam um und betrachtete das rege Treiben auf dem Petersplatz. Menschen, die teils eilig umhereilten, andere, die über den riesigen Platz fanierten und sich an den Schönheiten dieser Stelle Roms ergötzten. Und Tauben. Graue Tauben. »Keine Weißen«, dachte Sanolla, »und das hier auf dem Petersplatz. Eigentlich müsste es jedoch von weißen Tauben wimmeln. Wenn nicht hier, wo denn dann?« Sanolla schaute langsam wie aus der Sicht eines Weitwinkelobjektivs von links nach rechts über den Platz und nahm plötzlich einen kleinen weißen Blitz wahr, der auf dem Dach des ersten Hauses an der linken Seite der Piazza für den Bruchteil einer Sekunde aufflammte. Als er den Schmerz auf seiner Brust verspürte, war das kleine Licht auch schon erloschen und mit ihm das seines Lebens, welches so viele Hoffnungen in sich getragen hatte. Er spürte nicht einmal mehr den Aufprall auf dem Pflaster vor der Wache der Schweizer Garde, spürte nicht, wie sich sein Blut auf den Weg durch die brutal geschaffene Öffnung seines Körpers suchte, um die Pflastersteine des Petersplatzes um seinen Körper herum mit seinem tiefen Rot zu färben.